jedes Kind, das du zum Lachen bringst und eine Möglichkeit gibst, dass sie ihren Weg gehen kann und die es wirklich vielleicht rausschafft aus schwierigen Verhältnissen, ist ein Gewinn. Die 1%-Bewegung von Common Goal ist ja schon länger auch bekannt. Ja. Es muss ja nicht bei 1% bleiben, sondern einfach ein Commitment zu geben, auch für viele tolle Projekte, die Common Goal macht, aber genauso Laureus macht. Ja. Und viele Dinge, es gibt viele Schnittmengen, viele Sachen überschneiden sich auch. Ja. Und diese zwei Kräfte auch zu bündeln in der heutigen Zeit, aus meiner Sicht, ist etwas sehr Positives. Ja. Weil wem kommt es zugute? Den Kindern kommt es zugute. Ja. Und den Projekten kommt es zugute. Und deswegen war das für mich natürlich eine Win-Win-Situation, für alle eine Win-Win-Situation, zu sagen, komm, lass uns das doch mal zusammennehmen. Und man kann auch für beides stehen. Dass die Welt noch eine Hoffnung hat, auf jeden Fall. Das habe ich auf jeden Fall gelernt. Ne? Und dass Kinder einen Anker brauchen, ja? Und auch Unterstützung brauchen heutzutage. Vielleicht noch mehr als zu meiner Zeit Unterstützung brauchen, um sie irgendwo einen gewissen Weg zu zeigen, wie sie Selbstvertrauen gewinnen können, wie sie Teamgeist entwickeln können, was Zusammenhalt bedeutet, ja, Kinder abzuholen und zu spüren einfach. Man kann es gut beobachten bei den Projekten, auch die vielleicht Außenseiter sind, und man nimmt sie mit rein und wie plötzlich gleich dieses Selbstvertrauen kommt. Ja. Sie werden wahrgenommen, respektiert irgendwo auch zu werden, ja, so wie sie sind, aber ihnen trotzdem den Weg zu zeigen in einer spielerischen Art und Weise mit einem Tool, ob das jetzt Fußball, Handball, Eishockey, Boxen, egal was es auch ist, ja, ihnen mit dieser Plattform eigentlich den Weg auch für das normale Leben zu zeigen, auch, ja, was Sport ausmacht und was du in dein Leben mitnehmen kannst. Jeder Prozent tut ja eigentlich gut. Man zahlt viele, viele Steuern, man zahlt viele, viele Abgaben, die man manchmal hinterfragen muss. Aber hier wird eine Abgabe, die übersichtlich ist für einen Verband, genauso wie für einen Verein, wie für ein Unternehmen, aber auch für den einzelnen Sportler selber, das verkraftbar ist. Das sicherlich verkraftbar ist für jeden. Da, wo wir das Geld einsetzen und wo das bei Common Goal und bei Laureus eingesetzt wird, da ist es wirklich sinnvoll, weil man muss sich einfach mal nur ein Bild machen. Und jeder Sportler kann sich auch ein Bild machen. Ich kann nur jeden Sportler einladen, der was freiwillig spenden möchte und vielleicht nicht Mitglied der Organisation jetzt ist, einfach sich das auch anzuschauen. Und er wird lachende Kindergesichter sehen, ja, und er wird tolle Projekte sehen, weil er dann am Ende des Tages sicherlich ein Botschafter auch sein, weitere Sportler zu motivieren und auch dazu zu sensibilisieren, auch dafür was zu tun.